can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Gurke, meine geliebten Freunde, und damit willkommen zurück zu Madpack. Wir gehen direkt auf die Welt drauf. Und ja, in der letzten Folge ist so einiges passiert. Wir haben sehr viel verloren. Gott sei Dank auch nicht allzu viel dabei gehabt. Aber es war auf jeden Fall relativ heftig. Und unseretwegen sind 3 Villager gestorben. Ja. Ich weiß nicht, ob das so toll war. Ich habe bisher leider noch keine Antwort erhalten von diesem A. Was denn passiert ist, ich habe gehofft, dass ich heute auf den Server join, dann ist wieder so eine Kiste da, wo alles erklärt drin steht oder irgendwie ein Ersatzbuch oder sowas. Ich weiß nicht, ob das so eingeplant war, dass ich sterbe. Ist leider passiert, mein Buch ist weg und ja, naja. Ich mache mir jetzt erstmal wieder ein paar Nahrungssachen, damit das auf jeden Fall wieder läuft. Und dann gehe ich erstmal wieder weiterbauen bei der Farm. Ne? Was anderes kann ich momentan nicht machen, was dieser A betrifft, für was A auch immer steht, aber ja, ich hoffe einfach mal, dass ich noch herausfinde, worum es hier genau geht und wer dieser Dude überhaupt ist und warum er das überhaupt macht. Das ist ja die Frage eigentlich, die mich wirklich interessiert. Und die wahrscheinlich auch einige von euch interessiert. Übrigens, hier habe ich noch ein Blazehead, weil ich habe ja Blazes auch gekillt und einen zerstörten Spawner, der war aber, glaube ich, schon hier drin. Weiß ich nicht mehr genau. So, das habe ich gesucht, genau. Mache ich mir mal ein paar Dingens. So, hilft ja einiges eigentlich. Jetzt habe ich wieder 56 hiervon und dann... Ich brauche aber noch mehr Holz, ganz klar. Ich brauche noch viel, viel mehr Holz, sonst wird es nichts hier. Ich glaube, ich habe zu früh gesneakt oder so. Hä? Geht's jetzt nicht? Hä? Warum geht es nicht immer? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder muss man zuerst sneaken und dann? Irgendwie geht jetzt der Timber-Mod gerade nicht. Ach! Moment, könnte es daran liegen, dass ich nicht genug Sättigung hatte? Ich bezweifle es ehrlich gesagt dezent, aber könnte sein. Nee, ist nicht. Komisch. Vielleicht brauche ich ein Item in der Hand. Das könnte sein. Stimmt, man braucht ein Item in der... Ach, das buggt also gar nicht. Das ist einfach, weil man kein Item in der Hand hat. Okay, das macht sogar Sinn. Das finde ich cool. Bedeutet, man kann auch einzelne Blöcke abbauen. Theoretisch. Bei Obsidian wird es natürlich ein bisschen schwer, aber... da kann man natürlich auch shiften, das probieren, einzeln abzubauen, trotz des Shifts. Aber es wird schwer. Es wird einfach schwer generell, Obsidian mit der Hand abzubauen. Ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung des Hauses. So... Wieder ein paar Bäume nachpflanzen, dass wir hier nicht irgendwie komplette Wiese plötzlich leer machen. Das ist ja nicht so unser Ziel. Auch wenn wir noch eine Baumschule machen wollen, aber vorerst soll das vorhalten hier. Gut, wir können jetzt wieder nach Hause gehen. Es wird nämlich schon allmählich wieder dunkel und ich will nicht, dass hier plötzlich so explodierende Mobs kommen. Hier kann man nämlich nicht nur von Creepern ausgehen, plötzlich kommen nämlich andere Monster und dann ist Ende Gelände. So. Okay, das reicht erstmal für ganz, ganz wenige Zäune, denke ich mal. Ganz, ganz, ganz wenige. Leider nur, ne? So, nee, ich denke, das reicht auf jeden Fall für eine große, große Farm. Noch 3 Tore. So, den Rest kann ich eigentlich in Zäune investieren. La, 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 la. So, zack. Die Sticks kommen irgendwo rein, wo ich noch nichts drin habe oder schon Sticks, so. Restlichen Zäune noch rausnehmen. Ja, jetzt haben wir etwa 2,5 Stacks. Ich denke, das reicht auf jeden Fall für eine relativ große Farm. Es wird nicht die allergrößte Farm, die wir jemals gesehen haben, aber auf jeden Fall für eine Menge reicht es schon. Gut, dann gehen wir wieder nach hinten, sorgen dafür, dass unsere Nahrungsvorsorge endlich existent wird.
So. Aber ich denke, die Zäune sollen schon für eine Weile vorhalten. Jetzt muss ich noch überlegen, wegen des Terraformings, wie ich das am besten angehe. Boah, schon wieder so ein verzauberter Mob. Die sind ja überhaupt nicht rar. Aber die droppen immer gute Sachen. Und der macht mir jetzt auch nicht sonderlich viel Damage, da hat er einfach Schlag drauf. Oder so ein komisches Knockback. Ich weiß nicht, ob es einfach Schlag ist. Macht aber wirklich fast kein Damage. Das ist unglaublich. Du Boss-Bärmer! Boss-Bärmer! So, was hat er gedroppt? Eine Eisenhacke. Ah. Kann jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber glücklich bin ich darüber auch nicht unbedingt. Der eine hat davon gebrannt, der andere nicht. Aber tot sind beide. Das tut nichts mehr zur Sache. So, jetzt, wo mach... Ach, lol, ich dachte schon. Ich dachte schon, da ist ein Villager-Dwarf. Naja, wo machen wir jetzt unsere Farm? Bestenfalls hin, so, dass ich nicht zu viel Terraforming betreiben muss. Das ist ja immer so eine nervige Sache, wenn man dann Terraforming machen muss. Vielleicht hier hinten, zu diesem Haus, dass ich... Stimmt, das wäre voll geil, wenn ich das Haus einfach wieder aufbaue als Farm. Alter, die Idee. Die Idee ist geil. Ich mag die. Ich mag die Idee. Ich unterstütze die auch dementsprechend. Machen wir hier unsere... Farm hin. Ja, das war geplant so, Leute. Glaubt daran, dass es so geplant war. Kurz mal gucken. So, muss ja gucken, wie lange wir schon aufnehmen. 6 Minuten, ja. Etwa bei 24 muss ich dann aufhören mit der Aufnahme dementsprechend. Okay, ich denke, das reicht erstmal so. Mache ich hier noch ein bisschen nach hinten. La 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 la. Sogar relativ weit kann ich hier nach hinten. Das wird auch nicht das einzige Farmgebäude sein, also so ist es jetzt nicht. Ich werde hier eine riesige Farm bauen, denke ich mal. Dass wir wirklich die krasseste Vorsorge haben, die Minecraft jemals gesehen hat. Es muss natürlich weg hier. So. Schon viel einfacher, Terraforming so zu betreiben. Ups, das war anders irgendwie. Das hat sie jetzt anders abgebaut. Das hier auch wieder. Aber egal. Wo habe ich das Zeug? So, hier. Dann kann ich jetzt einfach nur noch die Blöcke setzen. War es auf dieser Höhe? Ja, stimmt. Muss ich hier wieder ein bisschen füllen. La 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 la. Die vorne kann ich auch gerade füllen mit der Erde. Schön weit kommen hier. Pflicht natürlich, ne? Die Farm muss groß werden. Und ich kann ja dann in der Farm auch so ein Wegchen bauen, schon fast. Also so einen kleinen Pfad oder wie man das nennen will, der dann zu diesem Haus führt. Und einen Kornkreis können wir reinbauen. Das wäre cool. Aber ich weiß nicht, ob. Nee, das sieht man nachher nicht so. Das ist halt das Ding. Das sieht man nachher kaum. Und deswegen lohnt sich das, glaube ich, auch gar nicht. Ups. War so nicht geplant. Bla, du bleib. Ich bin wieder da, ganz normal. Lalala. Tralala, lalala. Am besten wäre schon irgendeine Schaufel oder etwas in die Art. Wäre schon nicht schlecht. Ging das schon bedeutend flotter vorwärts. Ich glaube, ich organisiere mal eine anständige Schaufel. Dann kann man auch ohne Terraforming nämlich wirklich gut machen. Also es ist immer noch Terraforming, aber ohne diesen, wie sagt man, diesen Timbermod. Genau, ohne diesen Timbermod geht es dann trotzdem noch gut vorwärts. Also muss ich nicht immer diesen Timbermod nutzen. Also ja auch ein Vorteil. Weil, ihr seht ja, manchmal baut es halt einfach zu viel ab und
dann nervt man sich letzten Endes wieder darüber, wie kacke es ausschaut. Deswegen auch gerne zwischendurch ohne Timbermod. Oder ohne diesen Timbermod zumindest. Der andere Timbermod, den finde ich eigentlich komplett nützlich, weil das Ding ist, der ist nicht zu übertrieben. Und den hier finde ich eigentlich auch richtig nice, weil er ist zwar übertrieben, aber übertrieben nice. Das heißt, man kann ihn sehr gut auch gebrauchen, wenn... Ja, man kann auch ja sagen, zum Beispiel, ja, ich will jetzt den Timbermod nicht benutzen. Dann kann man halt einfach ohne Schiffen abbauen, dann passt das auch. Das finde ich das Coole hier dran. Weil man kann wirklich so ein bisschen selber Initiative ergreifen. Das ist etwas, das braucht für mich, oder das braucht es bei mir, wenn ich einen Mod gerne haben möchte. Wobei ich immer noch sagen muss, so die Technik-Mods sind immer noch meine absoluten Lieblings-Mods. Also daran wird sich auch nächstens nichts ändern, außer es kommt jetzt ein ultra geiler Mod irgendwie, der keine Ahnung was ist. Wie sieht es eigentlich aus hier? Ja, sieht halt nicht so geil aus, aber egal. Er passt schon am Ende dann irgendwann mal. Wenn wir dann wirklich fertig sind mit diesem Dorf, dann haben wir hier das krasseste Dorf ever und oder aber das Projekt wird ja einfach abgebrochen. Ich habe ja gesagt, das ist ein Projekt, das nicht unbedingt ewig verhalten wird. Ich mache das, solange es mir Spaß macht. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr so Spaß macht, dann ist Ende Gelände. Aber momentan macht es noch ganz viel Spaß. Das heißt, momentan werde ich das auf jeden Fall auch weiterführen. Das ist natürlich ganz klar. Ja, ne? So, Lucy. Ich weiß, du willst dein eigenes Haus, aber momentan musst du einfach noch die Beine stillhalten. Das hört sich auch irgendwie pervers an, ne? Wenn ich das so sage, dass die Beine stillhalten. Jetzt die ganzen kleinen Kittys so, Beine stillhalten, ich habe darunter was Falsches verstanden. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, ich bin ja eigentlich kein kleines Kind mehr, aber trotzdem denke ich an sowas immer. Ach, im Herzen bin ich auch noch ein kleines Kind. Aber ich stehe dazu, das ist ja auch was. Naja. So. Gehen wir jetzt wieder zurück mit unserer neuen Erkenntnis, dass man die Beine immer stillhalten soll. Oder halt. Mir es nicht so sagen soll, sondern einfach halt die Füße still. Hört sich schon deutlich besser an. Meiner Meinung nach. Ah ja, es ist mal wieder klar. Greeny denkt immer komisch. Bei Greenys Video kann man auch nicht anders als komisch zu denken. Ich meine, wenn schon die Tatsache, dass sie meine Videos guckt, muss ja irgendwie ein Zeichen sein, dass ihr nicht so Mainstream seid wie alle anderen. Sie nicht so ganz normal seid. Wobei man auch dazu sagen muss, eine Abnormalheit muss auch nicht was Schlimmes sein zwingend. Das finde ich sowieso ein Fehlglaube, meiner Meinung nach. Wenn jemand nicht Mainstream ist, warum soll das was Schlimmes sein? Ich finde eher, wenn man komplett Mainstream ist, ist das was Schlimmes. Weil gleich sind wir alle anderen so halt den Standard von der Persönlichkeit zu vertreten. Ist das so das Wahre, was man vom Leben sich vorstellt? Meiner Meinung nach nicht. Also ich persönlich war immer abnormal. Ich persönlich jetzt aber nicht im positiven Sinn, aber ich meine, guck mich an. Also ich habe es auch irgendwie überstanden. Mein Leben hat sich auch irgendwie wieder eingeklinkt. Also es ist jetzt auch nicht so, weil ich sage, ja, ich ende irgendwann als Obdachloser oder was weiß ich, nur weil ich nicht Mainstream war. Das ist keineswegs, also vergesst diesen Glauben. Mainstream zu sein ist nichts Schlimmes. Ihr müsst nur dazu stehen, das ist wichtig. Aber wenn ihr dazu steht, dann kann es noch wirklich, wirklich wichtig für euer Leben sein, Mainstream zu sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Vielleicht denkt ihr euch auch so, was laberst du gerade die ganze Zeit? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil genau das denke ich mir momentan auch gerade. Das macht irgendwie wirklich nicht sonderlich viel Sinn. Aber egal. Ach, dieses Terraforming die ganze Zeit durch. Immer Terraforming, meine Freunde. Das gehört sich nun mal so... Nein, es ist halt schon so, Terraforming ist je nachdem halt schon relativ ein wichtiger Bestandteil in Minecraft, wenn man was Schönes bauen möchte. Und in meinem Fall, ich will ja eigentlich immer was Schönes bauen, deswegen zum Beispiel auch hier, ich versuche das möglichst natürlich zu gestalten, auch wenn ich hier was abbaue, dieses Terraforming. Also hier sieht es jetzt nicht unbedingt sonderlich natürlich aus, deswegen mache ich hier jetzt einfach noch so eine kleine Kluft rein. Meistens passt es dann, sieht es schon wieder deutlich natürlicher aus, seht ihr. Merkt man gar nicht mehr groß, dass hier jemand was herumgepfuscht hat dran. Vielleicht hier noch ein bisschen was.
Nee, war kurz. Mache ich das so sogar? Sieht schon deutlich natürlich aus. Also wenn das der Rasen danach gewachsen ist, dann merkt man hier nicht mehr groß, dass ich hier Terraforming gemacht habe. Da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Das ist so das Einzige, womit ich mich auskenne in Minecraft, Gott sei Dank. Habe ich auch meine Stärken, ne? Muss sie nur besser unter Beweis stellen können. Naja. So, bauen wir hier alles noch schön ab. Und ich weiß, es kommt jetzt Nacht. Das heißt, es wird vielleicht nicht ganz ungefährlich. So ein Teleportationsmod oder irgendwie was in die Art wäre schon was Geiles, aber egal. Übrigens, das kann ich auch gleich mal... Nee, ich erwähne das nicht mehr in diesem Part, weil der Part geht vielleicht noch 2 Minuten, dann ist Ende. Das erwähne ich dann im nächsten Part. Es geht auf jeden Fall um den Custom NPC Mod, weil ich habe damit noch was vor, was cool ist. Falls es letzten Endes durchgesetzt wird, weil es ist nachher auch eine Frage, ob ich das überhaupt hinkriege und so weiter und so fort. Ob ich das Server-Admins und sowas finde und Leute, die das organisieren würden, also helfen würden zu organisieren. Großteil würde ich da machen, die helfen zu bauen und so weiter, weil, ja. Aber das alles im nächsten Part. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach. So, wir sind aber jetzt circa bei 15 Minuten, 25 Minuten, ja, das wäre toll, ne? Ah, zurück zum Hauptmenü. Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Bleibt sauber, haut raus, teilt dieses Video mit eurer Katze und tschüss.